Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Hyundai-Kanal. Es geht weiter mit diesem kurzen Unboxing-Video. Wir haben heute hier zwei Corsair Avengers LPX DDR4 Arbeitsspeicher, und zwar 2x8 GB, insgesamt 16 GB mit einer Taktung von 2133 MHz. Das sind übrigens DDR4 Arbeitsspeicher und das Ganze möchte ich mit euch zusammen hier auspacken. Dafür müssen wir einfach an die Verpackung hier greifen und hier einfach mal öffnen. Geht auch ganz einfach. Dann muss man das hier einfach so rausziehen und da haben wir auch sofort die Arbeitsspeicher nämlich vor uns. So sieht das Ganze in dieser Plastikverpackung erstmal aus. Also ich finde die wirklich vom Design technisch auch wirklich sehr gut. Sie sehen schön aus und mal gucken. Wir nehmen uns auch einmal eins davon mal unter die Lupe. So, wie kriegen wir das jetzt schön auf? Na komm, okay, so. So haben wir und eine nehmen wir halt raus und gucken uns das mal an, was hier so uns erwartet. Also schönes Design, schwarz-mattes Design mit einer Vengeance LPX-Aufschrift und kleinen DDR4. Auf der oberen Seite haben wir noch so eine Corsair-Aufschrift mit drin. Und das schöne Design hier auch finde ich auch sehr schön. Diese Lücken, was dort für die Belüftung eventuell auch da ist. Also schön schickes Design, wie ich finde. Und ja, viel mehr gibt es da auch nicht zu zeigen. Das andere sieht auch genau identisch aus. Wie gesagt, 2x8 GB haben wir hier, 2x8 GB Module. Und dies findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Auch andere Komponenten von diesem Computerprojekt in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, wieder von diesen Amazon-Links einkaufen. Bis zur nächsten Aufnahme, Hemiontech-Kanal. Auf Wiedersehen.